In Deutschland werden keine guten Krimis gemacht. Zumindest nicht im Fernsehen. Das ist ein Klischee, das man immer wieder hört. Und ich muss es gestehen, ein Klischee, das ich auch immer wieder gerne verbreite. Wenn ihr meinen Channel gehört habt, habt ihr mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen immer wieder Tatortfolgen gesehen habe. Von den meisten war ich nicht so begeistert gewesen. Und das ist ein Eindruck, den ich auch sonst habe, wenn ich durch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender auf der Suche nach Krimifolgen seppe. Was man da sieht, hat sich in den letzten Jahren vielleicht vom Filmischen her ein bisschen weiterentwickelt. Ansonsten liegen aber meiner Ansicht nach die Ansprüche weit unter dem internationalen Maß zurück. Wenn man gute Krimis sehen will heutzutage, ja, dann schaut man in die USA, aus denen solche Serien wie Breaking Bad kommen, The Wire, The Shield, alles aufregende neue Formate, die mir persönlich super gut gefallen haben. Aus England kommt Sherlock, auch eine Krimiserie, die über jeden Zweifel erhaben ist, die neue Maßstäbe gesetzt hat. Und selbst aus Dänemark kommen immer wieder spannende Krimi-TV-Experimente. Und Deutschland? Ja, vor ein paar Jahren lief im Angesicht des Verbrechens eine Serie, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, die dann aber, wie so oft, im Spätabendsprogramm gelandet ist. Die man sehen konnte, wenn man denn irgendwie bis Mitternacht durchgehalten hat. Und welcher Fernsehzuschauer tut das heutzutage? Und ansonsten? Jetzt lief mal wieder eine richtig, richtig tolle Serie, die ich euch gerne empfehlen möchte. Gestartet ist die Serie auf TNT. Inzwischen gibt es sie aber auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen. Und wenn ich mich recht entsinne, lief sie auch vor ein paar Wochen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, natürlich wieder irgendwann spät abends, wenn kein Mensch hinschaut. Um welche Serie handelt es sich? Vier Blocks. Mein absoluter Serien-TV-Krimi-Tipp dieses Jahr. Worum geht's? Nun, die Serie spielt zunächst in meiner Heimatstadt in Berlin. In Berlin-Neukölln, um die Sonnenallee herum. Eine Gegend, die so eher als hartes Pflaster verschrien ist. Handeln tut die Serie von dem Libanesen Tony Hamadi, der seit 26 Jahren mit seiner Familie in der Hauptstadt lebt. Mit seiner Familie, seinen Familienclan, seinen Verwandten. Und wie sollte es in einer Krimiserie sein? Ja, natürlich hat er mit dem organisierten Verbrechen zu tun. Natürlich ist seine Familie kriminell. Aber Tony will ausbrechen aus diesen kriminellen Verhältnissen. Er will ein ehrbarer Geschäftsmann werden. Er will, dass seine Frau und seine Tochter es irgendwann besser hat als er. Deswegen ist sein großes Ziel ein Haus kaufen und das Haus vermieten. Das Haus sanieren und dann vermieten und von dem Geld ehrbar wie ein ehrbarer Geschäftsmann leben. So schön, so gut. Bis dann sein Schwager verhaftet wird mit einer Menge Kokain und er in den Bau geht. Wer führt jetzt die Familiengeschäfte? Ja, wie sollte es in einem Krimi anders sein? Tony Hamadi muss dran glauben, er muss für die Familie in die Bresche springen und seinen größten Traum, ehrbar zu leben, erst einmal beiseite schieben. Natürlich hofft er, dass das Ganze nur temporär ist, dass er schnell wieder der ehrbare Geschäftsmann werden kann, den er gerne werden möchte. Aber es kommt ihm natürlich allerlei in die Quere. Es gibt Auseinandersetzungen natürlich mit der Polizei, die auch hinter Tony her ist. Es gibt Auseinandersetzungen mit den Cthulhus, einem Rocker-Motorrad-Club, der auch gerne die Drogengeschäfte in Neukölln übernehmen möchte. Und dann ist da noch Vince, ein Deutscher, den Tony von früher kennt, mit dem er also früher einige Sachen zusammen gemacht hat, dem er auch vertraut. Der aber, wie sollte es einem Krimi anders sein, inzwischen die Seiten gewechselt hat. Denn Vince ist inzwischen ein verdeckter Ermittler der Polizei und er versucht nichts anderes, als Tony zur Strecke zu bringen und die Machenschaften des kriminellen Libanesen-Kram ein für alle Mal zu beenden. Ja, das ist so die Grundkonstellation. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, wow, so super originell ist das nicht. Das alles haben wir schon mal so oder ähnlich gehört oder gelesen. Ja, das stimmt. Super originell ist die Story nicht, aber sie ist verdammt gut gemacht. Alle Schauspieler in der Hauptrolle Kida Koda Ramadan, den Namen habe ich mühsam auswendig gelernt, der geht mir, zumal ich erkältet bin, nicht so ganz leicht über die Zunge, aber er ist ein hervorragender Schauspieler. Ganz, ganz große Klasse. Wir können alle nur hoffen, dass wir in Zukunft viel, viel mehr von ihm sehen, denn er spielt die Hauptrolle von Tony Hamadi wirklich ganz grandios.
irgendwo zwischen fieser Krimineller, netter Ehemann, lieber Vater. Ganz groß gemacht, das sieht man im internationalen Kino nicht besser. Und Frederik Lau als Vince ist auch eine ganz, ganz tolle Besetzung. Drumherum passiert noch eine ganze Menge. Ich habe schon angesprochen, es gibt da diesen kriminellen Rocker-Clan, es gibt natürlich die Polizei, die ihre Ermittlungen anstellt, es gibt in der Familie noch andere, die gerne den Job von Tony Hamadi machen würden. Es passiert also einiges und wie gesagt, die Serie lebt davon, von ihrer, ja, ich würde mal sagen, Authentizität, von ihrem Setting. Man sieht nicht so oft Serien, die in Berlin spielen. Vom ganzen Filmischen, sie ist toll gefilmt, also da kann sich jede internationale Produktion was von abschneiden. Und Musik und alles drumherum wirklich absolut stimmig. Gekostet hat das Ganze 4 Millionen. Eine typische Tatort-Folge liegt wohl so bei 1,4, 1,5 Millionen. Das heißt, am Geld kann es nicht liegen, wenn die anderen deutschen Produktionen dieses Niveau nicht erreichen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass diese Produktion erstmal nicht für die Öffentlich-Rechtlichen gemacht wurde, sondern erstmal privat. Das heißt, dass die Konventionen, die Medienboards oder was weiß ich, was da alles im Hintergrund sitzt und sagt, so dürft ihr es nicht machen, so müsst ihr es machen, dass die da vielleicht nicht ganz so viel Einfluss hatten, auch wenn das Öffentlich-Rechtliche wohl auch daran beteiligt war. Wie gesagt, ich persönlich hoffe mir, dass es von solchen Serien in Zukunft viel, viel, viel mehr geben wird, denn hier in Deutschland können ganz offensichtlich tolle Filmproduktionen gemacht werden. Vier Blocks beweist das. Mein Tipp für die Vorweihnachtszeit, wenn ihr einen tollen, frischen, originellen, guten Krimi sucht, schaut euch Vier Blocks an, ihr werdet es nicht bereuen. Bis dann, tschüss!